Ja, Marvin, heute mal, wie du schon gelesen hast, nicht aus dem Wohnmobil oder von irgendeinem Wohnmobilstellplatz ein kleiner Bericht, sondern wir haben das Wohnmobil mal getauscht gegen den Flieger. Wir sind für 2 Tage, 3 Nächte nach Mallorca geflogen. Ja, was wir hier so erlebt haben, das kannst du in diesem kleinen Video sehen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuschauen. Mit der S-Bahn erreichten wir dann den Flughafen BER, diesen so tollen neuen Flughafen von Berlin. Hier sieht's aus, als würde dieser Flughafen schon so 20, 30 Jahre auf dem Puckel haben. Alles sehr einfach gebaut. Und da siehst du es, ein großer fliegender Teppich, der dir aber bei der Ankunft nicht helfen kann, denn Taxis gibt es hier viel zu wenige. Wir irren umher auf der Suche nach dem Raucherbereich. Irgendwo soll er sich hier befinden. Die Stimmung ist auch schon gedrückt durch diese schwarzen Deckenverkleidungen. Ja, und nun hat er uns gesagt, hier gibt es irgendwo den Raucherbereich und ist auch ausgewiesen. Ja, wir sind dann noch von hier aus gute 100 Meter weitergelaufen, bis wir jemanden gefragt haben, der wusste, wo das ist. Und dann fanden wir auch diesen so toll ausgeschilderten Raucherbereich. Ja, schöne Sicht endlich mal aufs Flugfeld oder auf das Vorfeld, dort wo auch die Flieger beladen werden. Und eine tolle Sicht auf den Aschenbecher. Der Tisch ist doch gerade eben sauber gemacht worden. So sahen alle Stehtische hier zu der Zeit aus, als wir hier waren. Angenehm. Nach einem mehrere hundert Meter langen Fußmarsch, ja, sowas wie in Palma, so Rollsteige gibt es hier nicht, sind wahrscheinlich schon defekt, erreichten wir dann auch endlich unser Gate und da standen auch schon die Ryanair-Maschinen. Eine davon wird uns sicherlich sicher nach Palma de Mallorca bringen. Ja, jetzt sind wir auch schon im Flieger und es wird auch nicht mehr lange dauern. Dann werden wir in Palma de Mallorca landen. Ja, und hier musst du nicht mehr laufen, hier rollst du. Gegen 21 Uhr haben wir unser Hotel Oleander erreicht. Ich schaue mich erstmal ein wenig um. Erstmal einen Blick ins Bad werfen. Ja, für ein 3-Sterne-Hotel ist das doch ganz schön. Es ist alles da, was man so braucht. Und selbst ans Shampoo mussten wir nicht selbst denken, denn das ist auch vorhanden. Ja, nach dem Bad geht's dann natürlich in das Hotelzimmer. TV hängt fest verriegelt an der Wand. Ist vielleicht auch besser im Sommer, dann, wenn hier die Touristen tanzen. 2 Betten sind da, dicht nebeneinander stehen sie. Ein Kühlschrank ist hier vorhanden, sodass du selbst gekaufte Getränke aus dem Supermarkt auch hier kühlen kannst. Das finde ich, ist eine super Sache. Ja, wie gesagt, es ist 21 Uhr ungefähr. Der Balkon, 2 Stühle, ein kleines Tischchen und ein Blick hinaus in die schwarze Nacht. Ja, so einige Hotelanlagen hier, die kenne ich noch von früher, als wir hier lebten. Direkt jetzt ziemlich links im Bild das Hotel Playa de Palma. Daneben das Bahia de Palma. Und dann am Ende dieser Straße, da hinten im Dunkel, da befindet sich das Mittelmeer. Ja, morgens um 8 Uhr, da geht die Sonne auf. Über dem Klosterberg Randa, den man nicht erkennen kann. Es liegt noch etwas Dunst in der Luft. Die Luftfeuchtigkeit nachts, die bringt doch schöne Abkühlung immer morgens. Ja, das Meer ist im Dunst noch ziemlich verschwunden. Da ist noch nicht viel zu sehen. Nochmal wieder der Blick dann auf die Hotelanlagen. Jetzt links ist das Christina, früher ein ganz beliebtes Neckermann-Hotel. Heute weiß ich nicht, welche Gesellschaften dort drin sind.
ja, die Sonne geht auf hinter den Bäumen und es wird ein schöner, warmer Tag. Wir haben Anfang Oktober und an der Playa de Palma, auf der wir jetzt gerade unterwegs sind, da ist noch richtig viel Touristenbetrieb. Die Balnearios sind auch schon am Vormittag besucht und wir fahren ein kleines Stückchen hier an der Playa de Palma entlang. Heutzutage ist da nicht mehr der große Verkehr, wie das vor Jahrzehnten mal war. Heute fahren hauptsächlich Fahrradfahrer hier entlang. Ja, der Strand der Playa de Palma ist gesamt 7 Kilometer lang. Es gibt hier die sogenannten Balnearios, die kleinen Bars am Strand. Wir sind jetzt gleich auf der Höhe vom Balneario Nummer 4. Das ist ja nicht so bekannt wie das 2 Nummern weiter, das Nummer 6. Allerdings dort kommen wir nicht mehr vorbei, da ist das Durchfahren verboten. Ja, viele Gäste baden immer noch im Mittelmeer. Das hat auch noch eine angenehme Badetemperatur. Hier am Dino Minigolf endet die Fahrt an der Playa de Palma, denn hier dürfen wir nicht weiter vorne fahren. Wir wollen auch weiter ins Bergdörfchen Valdemossa, bekannt durch Frédéric Chopin und George Sand. Ja, die Straße dorthin geht natürlich, wie soll es anders sein, durchs Tramontana-Gebirge, immer bergauf, bis wir dann irgendwann nach vielen, vielen Kurven den Ort Valdemossa erreichen werden. Gesäumt wird der Weg dorthin an den Rändern, zum Teil wie hier mit Steineichen, die schon uralt sind. Und es wird auch nicht mehr lange dauern, dann werden wir den Radfahrern begegnen, denn besonders im Frühjahr und Herbst ist Mallorca das Paradies der Radfahrer. Hier schon die erste Gruppe, die wir gleich überholen werden. Das sind noch nicht viele. Ja, so quälen sie sich durchs Gebirge und sind dann abends happy, wenn sie wieder im Hotel zurück sind. Ja, noch einige Kurven, dann werden wir das Dorf Valdemossa erreichen. Wir haben hier schon einen wunderschönen Blick auf das Dörfchen, dieses Gebirgsdorf, das im Sommer mehr Einwohner hat als sonst. Denn viele Mallorquiner, die in der Stadt Palma zum Beispiel leben, haben ihren Zweitwohnsitz hier oben und in der heißen Sommerzeit verbringen sie ihre Zeit hier oben. Denn hier im Gebirge ist es wesentlich kühler als unten an der Küste in der heißen Stadt. Ja, und schon geht es hinein in das Dörfchen. Valdemossa haben wir erreicht. Jetzt gibt es noch die Parkplatzsuche. Es sind neue Parkplätze angelegt worden, aber wir haben ja Touristen auf Mallorca und das heißt, tagsüber sind diese Plätze meist immer ausgebucht. Ich weiß aber, wo noch ein schöner Parkplatz ist. Den werden wir auch gleich aufsuchen. Der bleibt allerdings geheim. Warum wir heute nach Valdemossa gefahren sind, hat einen ganz besonderen Grund, denn hier in Valdemossa gibt es ein Coca de Patata, einen Kartoffelkuchen und Ensaimadas, auch sehr leckere. Und wir werden gleich meine Lieblingsbar von Valdemossa aufsuchen, das Café Meriendas, direkt in der Fußgängerzone von Valdemossa. Hier dürfen nur Einheimische mit Sondergenehmigung hineinfahren. Ja, und heute gibt es für mich die leckere Ensaimada, die ist noch warm, als sie auf dem Teller ankam. Ja, in Stücke geschnitten, mit viel Puderzucker drüber, ist sie wirklich ein Genuss. Dazu am besten dann noch eine Schokolade. Das ist kein Kakao, wie wir ihn kennen. Eine Schokolade, da steht der Löffel fast drin. Super lecker und geht gut auf die Hüften. Ja, wir bevorzugen diesmal eine leckere Ensaimada. Nun besuchen wir noch im Park die Statue-Büste von Frédéric Chopin. Ja, die Kartause im Hintergrund kennt fast jeder, der auf Mallorca jemals gewesen ist. Ja, immer wieder schön hier dieser Park von der Kartause. Nach diesem kleinen Abstecher nach Valdemossa geht es für uns wieder zurück. Wir fahren erstmal wieder ins Hotel
Und dann schauen wir uns doch mal das Hotel ein wenig an. Hier ist dann die Bar. Im Moment ist natürlich Anfang Oktober nicht mehr viel los. Und die paar Gäste, die noch hier Urlaub machen, die sind entweder unterwegs und schauen sich die schöne Insel an. Sie sind vielleicht auch am Strand oder sitzen, so wie hier jetzt einige, draußen auf der Terrasse am Pool, in dem man auch wunderschön baden kann. Das Gebäude hinter diesem linken großen Gebäude ist das Hotel Oleander. Von dort sind es bis zum Wasser, bis an den Strand, ca. 250 Meter. Ja, und hier an dem Strand, dort tobt das Leben auch jetzt Anfang Oktober noch so einigermaßen. Es ist natürlich nicht so voll wie in der Hochsaison, aber auch der Strand ist noch relativ gut besucht. Viele der Gäste sind sogar noch im Wasser, aber das kann man auch bei diesen Temperaturen noch wunderbar machen. Wir hatten an diesem Tag 29 Grad Höchsttemperatur und das reicht doch auch eigentlich aus. Wieder zurück, schauen wir uns noch einmal den Pool an. Es wird auch langsam Abend. Die Pools sind schon für Besucher gesperrt, für Badende gesperrt. Ja, und so kann ich dann jetzt in aller Ruhe einmal um diesen Pool herumgehen und mir den anschauen. Ja, Wasser ist richtig schön sauber. Sind ja auch nicht mehr so viele Touristen da, die schwimmen gehen in den Pool. Ja, dann nochmal ein Blick auf das Hotel, an dem leider der Hotelname fehlte. Wir hatten im Dunkeln dann gesucht und hatten nicht gesehen, dass da Oleanderblüten dran sind, die beleuchtet sind. Ja, ein Anbau ist dort, da befindet sich der Speisesaal und wir sind sehr zufrieden gewesen mit diesem Hotel. Okay, 3 Nächte, das ist ja auch keine lange Zeit. Vom Zimmer aus geht es dann den Flur zu den Fahrstühlen. An den Fahrstühlen gibt es getrennte Mülleimer. Ja, auch in Spanien wird der Müll getrennt. Es ist mal wieder Essenszeit und der Speisesaal ist noch relativ leer. Wie gesagt, es sind auch nicht mehr Tausende von Gästen hier im Haus. Ein Teil davon ist gesperrt und ja, was es da so alles gibt, so einen kleinen Überblick habe ich jetzt mal versucht einzufangen. Gerade geht es hier um die Nachspeisen, ja, aber auch natürlich Vorspeisen, jede Menge Hauptgerichte wurden auch immer wieder frisch nachgelegt. Also man konnte es sich schon hier gut gehen lassen. Hier wird frisch gegrillt und morgens die Spiegeleier gebraten. Ja, im Moment gibt es bei mir Rindergulasch mit moorigem Gemüse und Pommes. Schauen wir mal, was es dann anschließend gibt. Ja, jetzt gibt es noch einen kleinen Puttenrollbraten mit Wokgemüse und ein paar Nudeln dazu. Oh, ein schöner gemischter Salat. Das sieht ja richtig lecker aus. Meiner dagegen ist so eine Mischung aus Käsesalat und Caesarsalat, ein bisschen Thunfisch dabei und ein Stückchen leckere spanische Tomate. Ja, auch am Morgen besteht das Frühstück nicht nur aus einer Tasse Kaffee und einem kalten Toast. Nein, hier hast du auch eine riesige Auswahl und nicht nur Aufschnitt, also Wurst und Käse, sondern auch jede Menge Früchte, Obst und dann noch ganz besonders lecker für einige doch diese süßen Sachen. Donuts und Croissants und alles Süße mit viel Zucker. Eine große Auswahl.
Nach diesem schönen Frühstücksbuffet geht es wieder weiter. Wir fahren Richtung Palma de Mallorca. Hier dieser Strand, das ist in Ciudad Jardín. Das ist ein Vorort von Palma. Der liegt gar nicht weit weg vom Flughafen. Hier ist aber fast kein Tourismus heutzutage mehr. Hier sind fast nur Einheimische am Strand. Wir haben auch hier früher immer wieder am Strand uns gesonnt und gebadet. Ja, Ciudad Jardín hat ein super schönes altes Hotel. Da werden wir gleich dran vorbeifahren. Noch ein paar Meter und dann wirst du es schon sehen können. Du kannst hier übrigens den Radweg von Arenal nach Palma nutzen und fährst direkt dort vorbei, wo wir eben gerade geschaut haben. Ja, hier ist dann gleich der Haupteingang zu dem Hotel. Dieses Hotel heißt natürlich so wie der Ort, also Gartenstadt, Ciudad Jardín. Auf Mallorquin heißt es dann doch etwas anders. Ja, wie es auch hier auf dem Schild steht, Ciudad Jardín, ein Vier-Sterne-Hotel. Wir sind jetzt kurz vor Palma, vor der Stadt, vom Zentrum. Ja, jetzt kannst du gleich wunderschön direkt vor uns die Kathedrale schon sehen. Wir werden aber noch auf eine Kreuzung erstmal zufahren, an der, ja, wenn du ein Mietauto hast, du vielleicht auch mal abbiegen solltest nach rechts auf die Avenidas. Das ist diese Straße, die um die Altstadt herum geht. Da kannst du also hier abfahren und dann nachher am Ende irgendwann landest du wieder hier. Ja, hier ist noch eine Ecke der alten Stadtmauer von Palma, die zum Teil schön restauriert worden ist. Und diese alte Stadtmauer setzt sich fort, geht gleich weiter unterhalb der Kathedrale, dort wo auch der kleine See mit dem Springbrunnen ist, da geht sie dann weiter. Jetzt hast du gleich einen schönen Blick auf die Kathedrale, La Seo genannt. Kleiner Tipp, wenn du mit dem Mietwagen nach Palma fahren willst und die Stadt besichtigen möchtest, hier gibt es ein riesengroßes unterirdisches Parkhaus. Die Zufahrt, die ist jetzt gleich hier rechts, praktisch direkt vor der Kathedrale, vor diesem Springbrunnen, den du jetzt da sehen kannst. Da findet man fast immer einen Platz und ist auch in 2 Minuten, da fuhr gerade einer runter in die Tiefgarage, in 2 Minuten dann schon im Zentrum. Wir aber wollen heute nicht die Altstadt von Palma besuchen. Es geht weiter auf den Paseo Marítimo, diese Prachtstraße unten am Wasser entlang. Auf der einen Seite Yachten von klein bis riesig groß, eine palmengesäumte, wunderschöne Straße. Hier jetzt rechts die Lonja, die alte Seehandelsbörse. Und gleich darauf dann das Consulat del Mar, der heutige Sitz der mallorquinischen balearischen Regierung. Sicherlich kann sich der eine oder andere von euch noch an die Landshutentführung erinnern. 1977, wo die 2 Entführer vor der Tat gewohnt haben, das ist ein Hotel hier auf Mallorca, das ich dir gleich zeigen kann. 2 der Entführer hatten sich nämlich einquartiert im Hotel Costa Azul. Dieses Hotel befindet sich praktisch direkt vor uns mit den langen Balkonen oder Verkleidungen, diese dunklen. Das ist das Hotel. Dort haben die Entführer gewohnt. Hotel Costa Azul. Ja, jetzt haben wir es wunderschön im Blick nochmal. Direkt vor uns liegt das nächste Highlight und zwar Palmas Auditorium, das immer ein buntes Show- und Konzertprogramm bietet. Nicht mehr weit von hier würden wir an dem berühmten Nachtclub Titos vorbeikommen.
Dessen Geschichte geht zurück bis in die 1920er Jahre, ist allerdings verkauft worden für 16,5 Millionen Euro an die Familie von Camperschuhe. Bist du am Port-au-Prince-Zentrum vorbeigefahren und nicht geradeaus auf die Autobahn, sondern auf die Landstraße, kommst du an einem Sommerwohnsitz einer weltberühmten Familie vorbei. Links hinter dieser hohen Mauer verbirgt sich das Grundstück. Es gibt hier eine Lieferantenzufahrt, die wird jetzt gleich zu sehen sein. Und nur einige zig Meter weiter ist dann die Haupteinfahrt. Ja, wer sich ein bisschen mit Spanien auskennt, der weiß, dass die königliche spanische Familie hier ihren Sommerwohnsitz hat. Hier ist die Einfahrt dazu. Ganz selten hat man mal, so wie heute, einen Blick durch ein offenes Tor. Dieser Teil der Stadt Palma heißt Cala Mayor. Hier begann in den 70er Jahren hauptsächlich der Tourismus von ganz Mallorca. Ein direkter Nachbar des königlichen Grundstücks liegt jetzt direkt vor uns. Ein italienisches Restaurant ist da untergebracht. Zurück am Paseo Marítimo sehen wir jetzt hier die Kreuzfahrtschiffe, die auf ihrer Reise gerne Palma anlaufen und die Touristen dann für einige Stunden an Land lassen. Solltest du mit deinem Pkw nach Mallorca wollen, fährst du von Barcelona mit der Fähre bis hier. Hier kommst du dann an. Die Boote in Palmas Hafen reichen von kleinen Fischerbooten bis zu großen luxuriösen Superjachten. Jeden Frühling findet im Hafen die Palma International Boat Show statt, wo Yachten zum Kauf und zur Vermietung angeboten werden. Ja, wir sind mittlerweile schon wieder auf dem Flughafen von Palma. Es ist 3:30 am Morgen. 2 Tage Mallorca gehen zu schnell vorbei. Jetzt geht's wieder zurück nach Berlin, aber wir schauen uns wirklich mit Begeisterung diesen tollen Flughafen an. Kein Vergleich mit diesem, ja, Katastrophenflughafen BER in Berlin. Ja, das war dieses kleine Video von Mallorca. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch von dir freuen. Ja, am besten ist aber auch, du würdest gleich meinen Kanal abonnieren, denn dann wirst du immer sofort informiert, wenn es ein neues Video von mir zu sehen gibt. Ja, 13 Nächte haben wir dieses Jahr im Wohnmobil nur übernachtet. Entweder war das Wetter schlecht oder es waren irgendwelche Familienangelegenheiten. Es hat einfach nicht sein sollen. Zum anderen kommt dann dazu, besonders wenn ich dann auch allein unterwegs gewesen bin, so übers Wochenende mal eben von Freitag bis Sonntag nur, dass ich keinen Nerv mehr hatte, auf irgendwelche Plätze zu kommen und musste feststellen, oh, ich war schon zu spät. Sind schon alle Plätze belegt? Ja, und mittags schon irgendwo hinzufahren, um noch einen Platz zu kriegen, das ist nicht so mein Ding. Im Prinzip haben wir irgendwo die Nase voll vom Wohnmobilurlaub machen. Das liegt aber daran, dass einfach zu viele mittlerweile glauben, sie müssen mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Ja, wir planen etwas Neues im nächsten Jahr. Ich werde aber noch nicht viel darüber verraten. Erst dann, wenn es soweit ist, werde ich ein kleines Video davon machen. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao. Würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und ja, mal schauen, wie das dann im nächsten Jahr mit Womobi weitergeht. Unser alter Ducato, der ist nämlich schon im Winterlager. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dann, erstmal Ciao.